Neben sinnvollen Simulationsspielen wie dem Landwirtschaftssimulator oder Städtebausimulationen wie City Skylines gibt es im Simulationsgenre auch etliche merkwürdige und absurde Spiele. In diesem Video wollen wir deshalb die 10 verrücktesten Simulatoren einmal vorstellen. Los geht's mit dem Goat Simulator. Wie der Name schon sagt, schlüpfen wir darin in die Rolle einer Ziege. Weil den ganzen Tag lang Gras fressen aber zu langweilig wäre, gibt es in diesem Simulationsspiel haufenweise abgefahrene Physik- und Ragdoll-Effekte. Dadurch können wir als Ziege turmhoch Trampolin springen, durch den Weltraum schweben oder einfach nur Chaos stiften. Unser zweiter Patient ist der Surgeon Simulator. Darin werden wir zum Chefchirurg und übernehmen die Kontrolle über eine Hand, mit der wir Skalpelle und andere medizinische Geräte benutzen können. Weil die Steuerung aber nur sehr grob funktioniert, wird eine empfindliche Herzoperation schnell zum riesigen Blutbad. So richtig medizinisch korrekt ist der Chirurgiesimulator aber sowieso nicht. Ganz ähnlich funktioniert auch der Tee-Party Simulator. Darin trinken wir leckeren Tee am Strand mit unserem lieben Teddybär als Partygast. Wer träumt da nicht von? Und noch spannender wird das Spiel, weil wir auch hier nur eine ungelenke Hand steuern. Dadurch wird Tee einschütten zur Herausforderung und auch einen Keks vom Teller aufheben ist da gar nicht so leicht. Noch komplexere Aufgaben erwarten uns im Brot-Simulator I am Bread. Ganz recht, wir sind Brot, eine Scheibe Brot, um genau zu sein. Mit 4 Tasten lenken wir die Ecken unserer Toastscheibe und hangeln uns so durch die Küche. Unsere große Aufgabe im Spiel? Getoastet werden. Na dann, guten Appetit. Und nun wird es episch. Im Epic Battle Simulator lassen wir Armeen in riesigen Schlachten aufeinanderprallen. Wir können historisch korrekte Kämpfe nachstellen oder aber wir lassen Zombies gegen Ritter antreten. Oder Pinguine gegen römische Soldaten. Epische Schlachten müssen eben nicht realistisch sein. Obwohl, wenn Chuck Norris auftritt, der größte Kämpfer aller Zeiten, dann sterben seine Gegner wie die Fliegen. So viel Realismus steckt also doch im Kampfsimulator. Weiter geht's mit einem absoluten Höhepunkt der Videospielgeschichte, dem Klo-Manager. In dieser Wirtschaftssimulation fangen wir als Kloputzer an und müssen sozusagen aus Scheiße Gold machen. Dafür können wir unsere Klos mit Schüsseln aus Marmor, Klopapier aus Seide oder mit Getränkehaltern ausrüsten, bis wir eines Tages die Toiletten der ganzen Stadt kontrollieren und zum absoluten Kackerkönig werden. Noch mehr chlorreiche Berufe können wir im Job Simulator ausüben. Darin können wir in der virtuellen Realität zum Büroangestellten werden oder zum Koch in der Imbissbude oder zum Verkäufer im Supermarkt. So kann jeder, der nach Feierabend nicht genug von der Arbeit hat, einfach virtuell weiterschuften. Schön ist aber, dass man im Job Simulator seinem Chef auch mal einen Kaffeebecher ins Gesicht schmeißen darf. Knallhart geht's dagegen im Beleidigungssimulator Oh Sir zu. Darin können wir aus zufälligen Vorlagen heftige Beleidigungen zusammensetzen. Wie etwa: Deine Frau ist nutzlos und interessiert sich für Fotografie. Oder: Dein Sinn für Stil und dein Hut sind recht schlicht. Ja, so manch ein Gangster-Rapper sollte sich hier mal seine Texte abgucken, um richtig dissen zu lernen. Das spannendste Spiel dieser Liste ist vermutlich der Uhrensimulator. Darin müssen wir im Sekundentakt die Maus klicken. Geht es spannender? Abwechslung gibt es im Uhrensimulator mit Minispielen wie diesem. Hier müssen wir im richtigen Rhythmus Tasten drücken, damit das Schweinchen vorankommt. Warum auch nicht? Und zum Schluss noch ein wirklich sinnvolles Spiel. Der Shower with your Dad Simulator. Jawohl, darin müssen wir als Kind durch die Dusche rennen und unseren Vater finden. Oder aber mit einer fliegenden Badewanne entgegenkommende Badewannen mit nackten Männern abschießen. Was soll man dazu noch sagen? Mal sehen, was Spieleentwicklern in Zukunft noch einfällt und wann wir ein neues Video mit den nächsten 10 absurden Spielesimulationen machen können. Bis dahin, auf Wiedersehen.